In letzter Zeit musste ich oft an Taffy denken. Wer Taffy ist, fragst du dich? Taffy war unser Postbote, als ich noch ein Kind war. Ich erinnere mich noch besonders an den Sommer, nachdem ich 10 wurde. Taffy war ein wirklich hammermäßiger Typ. Er inspirierte mich, brachte mich zum Lachen. Taffy hat mein Leben verändert. Du weißt doch, wie es ist. Als Kind gibt es niemanden, der aufregender ist als der Postbote. Man eilt zur Tür, um herauszufinden, was er einem Tolles gebracht hat. Nach 5 Jahren in diesem Job ist es immer noch mein Lieblingsteil, kleine Gesichter leuchten zu sehen und das einfach nur, weil ich einen Spielzeugkatalog oder ein cooles Magazin bringe, das ich durch den Schlitz werfen kann. In diesem Sommer galt meine Besessenheit jedenfalls dem Nintendo Power Magazine. Es war Juli 1992 und ich wartete und wartete und wartete, dass die Street Fighter 2 Ausgabe endlich auftauchte, in der Gil seine coolen Tritte auf dem Cover zeigte. Mein bester Freund John Johnson hatte bereits seines bekommen, also wartete ich jeden Tag darauf, dass unser üblicher Postbote Mr. Taggart auftauchte und mir meine Ausgabe lieferte. Jeden Tag schüttelte er jedoch den Kopf und sagte, »Tut mir leid, Champ, heute ist sie nicht dabei.« Nur, dass Mr. Taggart eines Tages nicht mehr auftauchte. Damals traf ich Taffy zum ersten Mal. Auf seinem Namensschild stand einfach nur Taffy in großen Druckbuchstaben. Ich kann mich jedoch nicht erinnern, wie sein Gesicht genau aussah. Alle Erwachsenen sehen als Kind ja ziemlich gleich aus, oder? Aber ich erinnere mich, dass er wirklich groß war und ein wirklich riesiges Lächeln hatte. Taffy lächelte immer. Als ich ihn fragte, wo Mr. Taggart sei, erzählte er mir, dass er einen Autounfall hatte und als ich anfing zu weinen, gab er mir eine Beileidskarte, die Miss Taggart für alle Kunden auf der Route ihres Mannes geschrieben hatte. Auf ihr stand, wie viel Freude er daran hatte, uns all die Jahre zu beliefern. Ich habe immer noch diese Karte. Sie befindet sich in einer verschlossenen Box unter meinem Bett. Taffy erzählte jedenfalls, dass er nun unser Postbote wäre. Nachdem ich aufgehört hatte zu weinen, fragte ich ihn nach dem Nintendo Power Magazine. Er machte diese riesige Show daraus und überprüfte großzügig seine Taschen, blödelte herum und tat so, als würde er es herausziehen und einfach wegwerfen, bevor er mit seinen Achseln zuckte und sagte, »Entschuldige, mein Freund, aber wir alle bekommen, was wir verdienen, nicht wahr?« Ich konnte sehen, dass er sich nicht über mich lustig machte, sondern einfach nur ein bescheuerter Kerl war. Also lachte ich. Von da an waren Taffy und ich Freunde. Jeden Tag kam ich heraus, fragte nach meinem Nintendo Power Magazine und er machte immer wieder dieses große Theater, um nach ihm zu suchen. Das brachte mich jedenfalls jedes Mal erneut zum Lachen. Ich weiß, was du denkst. Große Stranger Danger Gefahr, richtig? Aber meine Eltern liebten Taffy ebenfalls. Er konnte jeden zum Lachen bringen und scherzte über Sachen wie, dass er alle Parfümkarten aus Magazinen sammelte, da er vorhatte, eine Parfümfabrik zu öffnen, oder meinem Vater einen Augenzwinkern gab, wenn die Sport Illustrated mit Badeanzügen auftauchte. Sogar unser Hund mochte ihn und 5 Jahre als Postbote brachten mir bei, dass Hunde Menschen in meinem Berufsfeld irgendwie nicht leiden können. Kein Witz. Sicher, niemand wusste viel über ihn, aber wer weiß viel über seinen Postboten? Ich erinnere mich noch an das vorletzte Mal, als ich Taffy sah. Es war der letzte Tag im Juli. Ich ging auf ihn zu, um ihn an unserem üblichen Platz in der Nähe des Briefkastens zu treffen und fragte ihn, ob mein Nintendo Power Magazine endlich dabei wäre. Aber anstatt seinen lustigen Tanz zu machen, sah Taffy mich einfach nur an. Er lächelte zwar immer noch, aber schien plötzlich viel ernster zu sein. Dann zog er etwas aus seiner Tasche und hielt es mir hin. Da war Gil, der mit seinen coolen Armeestiefeln in der Luft herumtrat. Ich streckte meine Hände aus, um danach zu greifen, aber Taffy zog es ein wenig zurück. »Bist du dir sicher, dass du das willst, Kumpel?« fragte er mich. Ich war verwirrt und sagte ja. Dann nickte er und als ich danach griff, legte er seine Hand auf meine. Ich erinnere mich noch an das Gefühl seiner Hand auf meinem rechten Handrücken. Es war heiß wie Fieber und juckte ein wenig. Überhaupt kein gutes Gefühl. Ich fühlte mich unwohl, aber er sah mir direkt in die Augen. Warum kann ich mich nicht erinnern, welche Farbe seine Augen hatte, und sagte dann ernsthaft, »Manchmal macht das Warten mehr Spaß als das, was du letzten Endes bekommst.« Daraufhin stieg er wieder in sein kleines Postauto und fuhr los. Ich sah auf die Nintendo Power in meinen Händen hinunter. Die rechte Hand hatte immer noch rote Flecken von der Stelle, an der Taffy sie berührt hatte, und stellte fest, dass er recht hatte. Es war mehr die Vorfreude selbst als die Zeitschrift gewesen, auf die ich mich gefreut hatte. Tatsächlich fühlte ich mich bei dieser Ausgabe von Nintendo Power überhaupt nicht wohl. Ich ging zum Müll und warf die Zeitschrift hinein. Am nächsten Tag tauchte Taffy nicht auf. Stattdessen hatten wir eine neue Postbotin, Miss Sampson, eine ältere Frau, die nie lächelte. Aber ich habe es nicht wirklich bemerkt.
Ich war zu beschäftigt, damit herauszufinden, was mir noch Freude machte. Letzten Endes brachten mich meine Eltern sogar zum Arzt, weil alles, was mich früher glücklich machte, Musik, Spiele, Süßigkeiten, mich irgendwie taub fühlen ließen. Ich wurde mit einer Reihe verschiedener Dinge diagnostiziert und nahm eine Reihe von Medikamenten, von denen einige mehr halfen als andere, aber die folgenden Jahre waren wirklich hart. Es war nicht so, dass ich Videospiele nicht mehr für cool hielt, aber die Erwartung, sie zu spielen, wurde der tatsächlichen Erfahrung nie gerecht. Es war alles so, als würde ich auf diese Nintendo Power warten. Eine große Anhäufung von nichts. Der Nebel begann sich in der Highschool ein wenig zu lüften, als ich meinen ersten Job bekam. Pizza ausliefern. Dieses Gefühl, den Menschen etwas zu bringen, das sie brauchten, brachte einen gewissen Juckreiz tief in mir. Schließlich ließ der Nervenkitzel jedoch nach. Ich habe versucht, aufs College zu gehen, aber meine Noten waren nicht gut genug und ich hatte keine Motivation zum Lernen. Eines Tages sah ich, dass die Post Leute einstellte. Aus irgendeiner Laune heraus bewarb ich mich, bestand alle Tests und bekam den Job. Und es war wie Tag und Nacht. All die Freude strömte zurück in mein Leben. Ich hatte immer noch kein großes soziales Leben oder Interessen außerhalb der Arbeit, aber 9 Stunden am Tag flog ich. An meinen ersten Arbeitstagen dachte ich viel darüber nach, was mir Taffy einst gesagt hatte. Als ich mich fragte, ob er einen verwandten Geist in mir gespürt hatte, sah ich dieselbe potenzielle Erfüllung für mich, die ihn so zum Lächeln gebracht hatte. Ich habe ein paar Mal versucht, mit meinen Kollegen über ihn zu sprechen, denn er müsste von meinem Postamt aus gearbeitet haben, und es ist nicht so, als hätten wir keine hohe Fluktuationsrate in diesem Job. Aber niemand schien zu wissen, wen ich meinte. Es half auch nicht, dass ich ihn nicht beschreiben konnte, abgesehen von diesem großen Lächeln und dem ungewöhnlichen Namen. Im Laufe der Jahre dachte ich immer weniger an ihn, nur glücklich über die Lektion, die er mir erteilt hatte. Bis vor 2 Tagen, als ich dachte, ich hätte Taffy wieder gesehen. Es war auf meiner Route, kurz nach Mittag. Ich war auf dem Weg durch die Vororte, als ich jemanden bemerkte, der mir zu folgen schien. Als ich mich umdrehte, erhaschte ich aber nur einen kurzen Blick auf den Kerl, obwohl ich sein Gesicht nicht sah. Er schien als Postbote verkleidet zu sein, was ziemlich seltsam war, denn dies war seit einigen Jahren meine Route. Ich wurde etwas nervös, da in letzter Zeit ein paar Postboten in den örtlichen Städten verschwunden waren. Es kommt vor, dass die Leute glauben, sie könnten möglicherweise Elektronikwertgegenstände oder Bargeld aus unseren Taschen stehlen, also hatte ich in letzter Zeit einen Schläger mitgenommen. Aber der Typ, wer auch immer er war, verschwand so schnell, dass ich keine Chance hatte, ihn zu erwischen. Am nächsten Tag tauchte er wieder auf. Diesmal näher. Nah genug, dass ich sehen konnte, dass es Taffy war. Er war hinter mir, immer noch wie ein Postbote gekleidet. Jedenfalls konnte ich diese großen Druckbuchstaben sehen und dieses Lächeln, das keine 5 Meter hinter mir herumsprang und immer breiter wurde. Aber es war viel schlimmer, da ich nun sein Gesicht sehen konnte. Oder besser, Gesichter. Scheiße, du wirst mir diesen Teil nicht glauben. Er hatte nicht nur ein Gesicht. Er hatte mehrere Gesichter in seinem Gesicht und sie schauten dort heraus, wo seine Augen und sein Mund hätten sein sollen. Sie wechselten hin und her, wenn er blinzelte oder den Mund schloss. Sie schauten mich alle wie vom Wind gepeitscht und ein wenig müde an. Die Gesichter von Postboten. Es waren die Gesichter von Dutzenden verschwundenen Postboten, die ich in den nahegelegenen Städten gesehen hatte. Plötzlich blinzelte Taffy und ich sah, wie mich Mr. Taggart von seiner rechten Augenhöhle aus anstarrte. In diesem Moment wusste ein Teil von mir, dass ich der Nächste wäre, der in diesem dunklen, schrecklichen Loch landen würde. Ich rannte. Fuck auf den Schneeregen oder die Dunkelheit dieser Nacht, Scheiße. Ich ließ die Tasche fallen und rannte zurück zu meinem Auto. Fuhr nach Hause, schloss die Tür ab und zitterte nur noch. War ich nun gänzlich durchgeknallt? Fragte ich mich. Die Leute scherzen darüber, spielen Clips von Newman aus Seinfeld ab und schimpfen über die Post im Allgemeinen. Aber warum juckten nun die Flecken auf meiner Hand plötzlich so stark? Warum jucken sie so sehr, während ich das hier schreibe? An meinem Arbeitscomputer auf dem Postamt. Zumindest musste ich die fehlende Tasche nicht erklären, denn sie wartete auf mich, als ich heute Morgen auf der Arbeit auftauchte. Jeder Brief war zugestellt, außer einem, den ich in einer Seitentasche versteckt fand, mit der Adresse 666 und einer kleinen Visitenkarte von Taffy. Ich begann mich Folgendes zu fragen. Taffy hatte mein Leben verändert. Er hatte mich dazu inspiriert, Postbote zu werden, aber was ist, wenn er mich überhaupt nicht wirklich inspiriert hatte? Was wäre, wenn er mich nur verändert hatte, mir irgendwie die ganze Freude aus meinem Leben gesogen hatte, als er mich berührte? Was wäre, wenn er überhaupt kein Postbote war, sondern eine Art Entität, die sich von ihm ernährt,
ihre Routen nimmt, ihre Post ausliefert und ihre Gesichter verinnerlicht. Er hat die Macht, Kinder auf diesen Routen zu überzeugen, diesen Job zu machen, um künftig weitere Ernten einzusammeln. Was ist, wenn ich nicht von Taffy inspiriert wurde, sondern wie eine Pflanze gezüchtet? Und was ist, wenn er jemand anderem genau das Gleiche antut? Sie auch zu diesen freudlosen Idioten macht und sie zwingt, diesen undankbaren Job zu machen. Denn nichts anderes würde sie in diesem Leben jemals zufriedenstellen. Es gibt viele Kinder, die ich auf meiner Route mag. Kluge Kinder, die Tiermagazine abonniert haben. Ich kann nicht zulassen, dass er sie in eine weitere seiner kleinen Postpuppen verwandelt. Ich kann nicht zulassen, dass Taffy sie in mich verwandelt. Ich sollte heute nicht wieder rausgehen. Ich sollte einfach meinen Job hinwerfen und verschwinden, aber wir alle wissen, dass eine Kündigung in dieser Branche ein Todesurteil ist. Ich würde nie wieder privat oder öffentlich eingestellt werden und das würde bedeuten, den Rest meines Lebens ohne jegliches Vergnügen zu verbringen. Es würde bedeuten, diese Kinder im Stich zu lassen. Also bin ich in ungefähr 5 Minuten wieder unterwegs. Ich habe meinen Schläger bei mir. Ich kenne meine Route und ich weiß, was er will. Wenn Taffy meinen Platz einnehmen möchte, wird er verdammt nochmal darum kämpfen müssen. Wünsch mir Glück. Anmerkung: Dieser Brief wurde auf einem Arbeitscomputer gefunden, kurz nachdem die Behörden begonnen hatten, das Verschwinden von Alan J. Sandwick, einem angesehenen Postboten bei der Post in Shopton, zu untersuchen. Es wurde nie wieder eine Spur von Mr. Sandwick oder diesem mysteriösen Taffy gefunden. Obwohl genug Beweise dafür vorliegen, dass alle regelmäßigen Lieferungen von Mr. Sandwick für eine ganze Woche zwischen dem Zeitpunkt des Schreibens und dem Zeitpunkt, als er von einem Nachbarn als vermisst gemeldet wurde, geliefert wurden. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens befanden sich 47 Kinder im Alter von 7 und 12 Jahren auf der Route von Mr. Sandwick.